Hier ist er wieder, der Bart aus Osterholz mit den großen orangen Händen. Ich trommle heute etwas vorsichtiger als sonst, weil das ist schon ziemlich abgedreht hier. Eine Linden und Funke Modell 52. Und bevor ich jetzt im Detail auf diese Preziose eingehe, zeige ich erstmal ein bisschen Papier, damit wir hier vom Platz kommen. Und zwar Linden und Funke. Die Fabrik, warum gehe ich darauf ein, weil das so selten ist? Ich habe es schon mal angeschnitten. Ich habe natürlich gesucht und gestöbert. Ich habe weltweit zwei andere Gewehre gefunden. Eins ist definitiv irgendwo in Deutschland unterwegs. Ein zweites könnte England. Also es war ein englischsprachiges Forum. Also irgendwo gibt es noch eine. Ich glaube sogar bei Pyramid wurde das Ding mal erwähnt. Und ja, was haben wir denn hier? Also Linden und Funke. Wer ist das überhaupt? Linden und Funke. Das ist ein Hersteller von Metallwaren. Ich habe zuerst davon gehört, dass sie sehr viel im Zweiten Weltkrieg Koppelschlösser für die Wehrmacht hergestellt haben. Und vorher auch schon für die Reichswehr, so Reitzeugszubehör. Und auch zum Beispiel für Gewehrriemen, diese Ösen und Haken, die man dafür brauchte, die wurden auch von denen zum Beispiel hergestellt. Dann habe ich hier gefunden in der Werbeseite einer Zeitschrift für irgendwelche Wirtschaftsgeschichten, in der Werbeabteilung davon, da haben wir hier eine Werbeanzeige für Steigbügel von genau dieser Firma, 1907. Patentnummer, damals war Reichspatent, war immer ganz wichtig. Sporscher, also ich habe mal Problem, diese alte Schrift zu lesen. Sporscher Kandarrenträger sichert allein die korrekte Wirkung der Kandare, verbinden deren Tube und so weiter mit Maßen. Ja, Linden und Funke Iserlohn. Ja, das ist viel mehr, habe ich da in der Richtung nicht gefunden. Was ich aber noch gefunden habe, ist zum Beispiel, hier ist ein Briefkopf. Das ist leider auch das Einzige, was jetzt in diesem Artikel zum Beispiel sich mit dieser Linden und Funke befasst. Von wann mag der sein? Ich weiß es nicht. 1929 ist dieser Briefkopf. Linden und Funke Iserlohn Metallwarenfabrik. Tue ich die schon mal beiseite hier, weil heute ist hier Platz wirklich knapp. Dieses Gewehr, Modell 52, es ist sehr schwer darüber irgendwas rauszufinden. Es spricht einiges dafür, dass das Modell 52 tatsächlich aus dem Jahre 1952 kommt. Es besteht eine vage Möglichkeit. Ich weiß es nicht, kann es nicht genau sagen. Wenn irgendjemand mehr über das Ding weiß als ich, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Das könnte ein Vorserienmodell sein. Die vage Möglichkeit besteht. Warum? Weil in englischen Publikationen habe ich A von einer Seriennummer gelesen. Hier gibt es keine Seriennummer. Ich habe zumindest keine gefunden. Und B wurde davon geschrieben, dass das Baujahr eingeschlagen wäre. Nur ich habe hier auch kein Baujahr gefunden. Hier von einem Exemplar habe ich hier Fotos ausgedruckt. Wegen der Unterschiede. Die sind nämlich nicht völlig identisch. Zum einen steht hier dieses Stück Blech hier unten, steht ein Stückchen vor, könnte also verbogen sein, könnte aber auch am Werk so sein, ich weiß es nicht. Auf diesem Foto, das ich gefunden habe, beispielsweise sieht es so aus, als wäre das Metallstück eher plan. Wie gesagt, die Fotos im Original natürlich viel besser als dieser Ausdruck hier, den findet man am ehesten mit Google. Das zweite, was auffällt, ist, dass hier die Kimme vorne sitzt, also vor der Ladewalze, und auf dem Foto sitzt die Kimme hier hinten. Bei beiden Gewehren, die ich im Internet gefunden habe, war das so. Bei beiden Gewehren war hinten die Kimme. Hier ist sie vorne. Warum? Wie gesagt, möglicherweise wäre zum Beispiel eine Vorserienexemplar, wie auch immer. Dann sehen wir hier auf diesem Foto, dieses Gewehr hat ein Perlkorn. Das heißt also, da sitzt eine Erbse auf dem Stiel praktisch. Ne? Und dieses Ding hat ein klassisches Dachkorn. Also wer weiß, was da passiert ist. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann mal irgendwas da abgeratzt ist. Da wurde nachträglich was dann gemacht. Wer weiß es schon. Aber hier zum Beispiel sieht es nicht aus, als wäre hier jemals irgendwas gewesen. Also, naja, und der dritte Punkt. Ich habe das hier auf dem Foto zwar abgelichtet, aber hier sieht es ehrlich gesagt genauso aus. Und zwar
diese Walze, ne, mit der der Diabolo oben reinfällt und dann so gedreht wird, die Walze steht nicht senkrecht beim Laden, sondern die steht so schräg nach vorne. In meinem Hinterkopf hatte ich jetzt, dass auch diese Wanne irgendwie leicht nach vorne stünde. Das ist hier nicht so. Also das scheint identisch zu sein. Damit haben wir eigentlich die Unterschiede schon mal abgeklärt. Und dann können wir an der Stelle nämlich da anfangen, wo ich glaube, hier eine Preziose, ein Kleinod der Waffensammelei zu präsentieren. Hinweis noch, das Ding gehört nicht mir, das gehört einem begeisterten Zuseher, der mich höflich darum gebeten hat, weil er überhaupt keinen Bock darauf hat, das Ding für ihn über IGAN zu verkaufen. Das werde ich auch tun. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Er kriegt die Kohle, also ich bin nicht irgendwie wie heißt das noch, Kommissionsgebühren oder sowas damit drin. Das wäre noch schöner. Sowas mache ich nicht, sondern ne, seins. Ich habe ein tolles Video und danach sehen wir mal, was dabei rauskommt. Ich lese es euch erstmal vor. Die einzige Beschriftung, die ich gefunden habe, wie gesagt, keine Seriennummer, kein F-Zeichen sowieso nicht, auch kein Baujahr, das Baujahr kann ich nur annehmen. Da steht hier Modell 52, dann das Luffy-Logo, wobei Luffy, das ist diese, ich weiß nicht, ob man sehen kann, diese Raute. Zu weit hinten, ne? Das ist einfach, die Kamera ist für sowas natürlich jetzt denkbar ungeeignet. Ne, diese Raute in der Mitte, da steht Luffy drin. Ich drehe es mal ein bisschen mit der, in der Hoffnung, dass der Lichteinfall da irgendwie... Luffy ist eigentlich die Abkürzung für Linden und Funke Iserlohn. Daher kommt dieses drollige Luffy. Und dahinter steht denn noch... Gott, oh Gott, das ist immer schwierig hier. Linden und Funke, also nochmal ausgeschrieben. Und darunter fett Iserlohn. Das war's. Ach, mir fällt noch ein Unterschied ein zu den Dingern auf dem Foto. Die hatten eine Visierschiene. Ob die nun aufgeklebt, aufgeschraubt, aufgespeist war, weiß ich nicht. Dieses Luftgewehr hat keine Visierschiene und sieht auch nicht so aus, als wäre jemals irgendwas da drauf gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Flinte Baujahr 52 ist. Das ist, nehme ich jetzt einfach mal so an. Ich halte das Gerät auch nochmal in die Kamera, weil man sieht natürlich jede Menge Rostpickel. Das Ding ist also flauschige 70 Jahre alt. Also etwas mehr sogar als 70 Jahre, wenn man von den 70 Jahren ausgeht. Was wollte ich noch sagen? Richtig, die über die Firma, über den Hersteller habe ich noch etwas gelesen, nämlich einerseits, dass die BKK 1962 dicht gemacht hat. BKK ist die Betriebskrankenkasse. Wenn natürlich die Betriebskrankenkasse einer Firma dicht macht, dann ist damit zu rechnen, dass die Firma auch dicht gemacht hat. Demzufolge, hallo liebes Waffencenter Gotha, habt ihr hierfür noch Ersatzteile? Wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es mal angeschnitten haben. Und das andere war, das habe ich irgendwo schon mal erwähnt, das einzige Bild, was ich von der Fabrik gefunden habe, anscheinend steht die Kantine noch, weil sie irgendwie baulich interessant ist. Sieht ehrlich gesagt aus wie so ein ganz typisches Gebäude aus der Zeit. Aber es steht eben ganz fett oben drüber, Linden und Funke Iserlohn. Ja, da ist relativ wenig falsch zu verstehen dran. Zustand, ja, 70 Jahre, ne? Also das Holz hat einiges von der Welt gesehen, hat auch überall kleine Macken, aber insgesamt glitzert und glänzt das noch. Ich versuche es mal so hinzukriegen. Hier wieder übrigens deutlich dieser Grünstich, den das Original nicht hat. Das liegt an meiner Kamera, an der Lichtfarbe, wie auch immer. Wir haben hier richtig schönes dunkles Holz. Naja, und auf dem, zumindest hier auf meinem Monitor sieht es eher grün aus. Naja, schön. Relativ wenig Macken. Etwas, was hier besonders ist, wir haben hier Schrauben, die irgendwie ungewöhnlich sind. Das ist eigentlich Gewindestange mit Ringmuttern auf beiden Seiten. Das ist also nicht irgendwie Kreuzschlitz oder Querschlitz, sondern das ist wirklich mal anders. Wir haben hier eine Fischhaut drin, die im größten Teil auch noch da ist. Also es fühlt sich noch an wie Fischhaut. Ich sage ja, damals war irgendwie mehr Qualität als heute, ne? Kann man nicht anders sagen. Dann hier eine Griffrillen rechts und links. Anschlagschaft. Das sieht aus wie Bakelit, also irgendeine Art Kunststoff mit Schlitzschrauben, ohne weitere Beschriftung. Ich gehe damit mal eben in Anschlag. Passt. Also das Ding, da muss man nicht über den Kopf hier halb im Kolben zu versenken, um damit zielen zu können. Das passt. Das muss auch passen, weil es ist ja keine Visierschiene da, also keine Zielfernrohrschiene.
dann gucken wir mal von unten. Wir haben hier logischerweise einen Stahlabzugsbügel. Große Schlitzschraube, kleine Schlitzschraube, noch eine kleine Schlitzschraube. Ich vermute fast, dass dieses Stück Blech in irgendeiner Form eine Funktion hat, eine federnde Funktion, weil es seitlich eingeschnitten ist. Was genau, keine Ahnung. Wie gesagt, ich vermute, dass es hier vorne leicht verbogen ist. Das erwähne ich jetzt nicht wegen euch, die euch einfach nur zugucken, sondern für die Sammler, die sich denn womöglich für das Ding interessieren. Und die wollen solche Details natürlich wissen. Was ebenfalls interessant ist, hier vorne ist auch noch ein Loch im Abzugsbügel und dahinter ist eine Schlitzschraube. Das bedeutet jetzt für mich, mutig wie ich bin, die Annahme, dass das gute Stück einen einstellbaren Abzug hat. Ich versuch's mal irgendwie so hinzudrehen. Ich muss immer aufpassen, dass ich mit dem Lauf hier nicht die Scheinwerfer abräume. Dafür sind die echt zu teuer. Ich drehe es mal ein bisschen hin und her. Ein bisschen aufwendiger als sonst alles. Da kann man, glaube ich, auch von vorne die Schraube sehen, die unten im Abzug drin sitzt. Ich gehe hier mal einmal der Länge nach drüber, ne? Damit wir schön ein paar Großaufnahmen davon haben. Sowas wird mir wahrscheinlich nie wieder in die Hände fallen. Deswegen muss ich das auch irgendwie aufzeichnen. Ja, ne? Rostpickel sind da. Da haben wir eine Mulde. Eine Ganzmetall-Kimme, Visierung. Da klickt nicht viel, das bewegt sich eher ohne Klick, obwohl es ist noch ein bisschen Klick da, aber eben nicht sehr viel. Lauf, der Lauf läuft. Nein, der ist nicht krumm, das macht jetzt das Fischauge der Kamera. Visiereinrichtung, eingeschweibtes Dachkorn und seitlich verstellbar, also seitlich verklöppelbar, so muss man das ja schon nennen. Die Kimme. Doch, seitlich klickt's. Die Höhe klickt auch, aber ganz anders. Also man muss hier schon ordentlich, bleibst du wohl hier, ordentlich dran ziehen. Man kann also praktisch seitlich die Höhe verstellen. Wie das System genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es geht zum Glück noch. So, Schussleistung. Ihr wisst, ohne Zielfernrohr treffe ich sowieso nichts. Aber hier liegt es jetzt daran, das gute Stück habe ich auch nur, ich glaube 13 oder 14 Schuss habe ich damit nur über den Kroni gejagt. Zum einen, weil ich wollte das Ding nicht mehr belasten als nötig, obwohl es sehr gut noch funktioniert. Aber da kommen nur noch ungefähr so knappe 1,5 Joule raus. Das heißt, die Kugeln erreichen die Scheibe so gerade noch und plumpsen dann in den Kugelfang. Und hat es keinen Zweck, jetzt irgendwie längere Schussserien mit einer 70 Jahre alten Flinte zu machen. Was ich aber noch mache, natürlich ist hier der Abzug ist nämlich von erlesener Qualität, gefällt mir sehr gut. Jetzt erstmal die Funktion, das habt ihr noch gar nicht gesehen, hier. Unterhebelspanner, das ist mal was ganz anderes. Also, hier ist ein Hakenverschluss, der nicht mehr einwandfrei funktioniert, man muss schon ganz schön drücken. Kann man das überhaupt sehen, bin ich in der Kamera drin, so gerade noch, ne? Also man muss hier schon ganz schön drücken, damit der einrastet und muss dann am besten noch ein bisschen gegendrücken, weil, klack, da war es jetzt, weil die Feder ist schon relativ schlapp und wenn ich es loslasse, springt er wieder auf. Also hier an der Stelle, da muss man mal ran. Ich denke mal, Leute, die sich mit so alten Sachen abgeben, die werden wissen, wie es geht. Eine Menge Nebengeräusche. Was man dabei sehen kann, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Ich versuche es mal so ruhig zu halten. Achtet mal hier auf die Lademulde. Könnt ihr das überhaupt sehen? Die Winkel ist ein bisschen ungünstig. Ne? Ist für alle Beteiligten etwas ungünstig hier. Also praktisch beim Öffnen dieses Gewehrs öffnet sich auch die Trommel. Und beim Schließen schließt sich auch die Trommel. Dreht sich also beides miteinander verbunden. Ich habe irgendwo gelesen, dass dieses Gewehr erhebliche Ähnlichkeiten mit Falke 80 haben soll. Nur einer der Unterschiede beim Falke 80 war der, dass sich beim Falke 80 die Trommel automatisch öffnet, aber nicht automatisch wieder schließt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber das Falke 80 findet man auch nicht mehr sehr viel. So, der Spannwiderstand ist nicht unerheblich. Wie gesagt, ist auch eine Menge Geräusche dabei. Rastet hörbar ein. Kann ich wieder abschlagen? Ja, selbstverständlich. Es gibt keine Sicherung, es gibt auch keine automatische Sicherung. Dann das, was ich noch zeigen wollte hier, der Abzug. Ah ja, inzwischen springt er wieder zurück. Als ich das Ding gekriegt habe, dann bewegte sich der Abzug nach dem Loslassen ganz gemächlich wieder nach vorne. Da war halt viel Fett im Spiel, ne? Und zwar älteres Fett.
So, klack. Dann werfen wir mal einen Bleibatzen in dieses altmodische Gerät. Der fällt übrigens vorwärts wie rückwärts gleich gut rein. Ne? Man muss ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss ich ein Stück zurück, weil hier steht gerade ein Karton im Weg. Kann man das trotzdem sehen? Ja, ne? Ja, so gerade eben noch. Na ja, schön. Also, Funktion einwandfrei. Ich vermute sehr, dass die Dichtung, die Hauptdichtung im Kolben, die waren damals ja noch aus Leder. Wenn also hier noch die originale Lederdichtung drin ist, dann wundert mich das kein bisschen, wenn es nicht mehr so ganz dicht sein sollte. So. Jetzt kommt wieder der große Augenblick, wo der Hund ins Wasser springt. So. Tipps. Das kommt dabei raus. Kilogramm, sehr gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Das kann nicht so viel sein, weil, wie gesagt, ich bin mit dem Abzug eigentlich sehr zufrieden. 200 Gramm, 300 Gramm, 400 Gramm, 500, 600, 700 Gramm, 8, 9, 1 Kilo. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Ich habe die 6 nicht gesehen. Also irgendwo oberhalb von 1500 Gramm muss der Abzug gebrochen haben. Und das fühlt sich sehr gut an beim Schießen. Also der Abzug ist, wie ich finde, klasse. So. War es das schon? Ich habe doch sonst immer so viel zu erzählen. 16 Minuten 42, das ist ja nix. Die Frage ist jetzt wirklich, was wüsste ich jetzt noch hierzu zu sagen, was ich irgendwo rausgekriegt habe. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwo Informationen habt, wenn ihr Langeweile habt und stöbert, schreibt ruhig alles Mögliche in die Kommentare, weil das wird wirklich interessant. Ja. Ja. So schnell kann das fertig sein. Gehst du wohl aus? Ja. Das ist die gute alte Zeit, gute alte Qualität. Was mag man damals für sowas bezahlt haben? Ich habe irgendwo Preise von anderen Luftgewehren gesehen. Da hat man also flott irgendwie mal bis zu, ich weiß nicht, zwischen 15 Reichsmark bis zu 150 Reichsmark war da eigentlich alles vertreten. Und die Reichsmark war nach der Währungskatastrophe, war die Reichsmark so groß wie ein Wagenrad. Dieses hier wird ja nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sein. Demzufolge wird es wahrscheinlich schon in D-Mark West bezahlt worden sein. Ja. Ja, hier sind übrigens noch, kann ich mal, vielleicht kann man es auch mal sehen, da sind Zahlen eingeschlagen oder eingeprägt, wie auch immer, auf den Rädchen. Dreh es mal ein bisschen hin und her, vielleicht kann man es dann besser sehen. Die Kamera ist halt für sowas nicht wirklich gemacht. Wenn ich das Ding bei IGAN reinstelle, mache ich vorher nochmal ganz normale Fotos, also so wirklich mit dem Knipsomaten, weil das ist ein Sammlerstück, das sieht nicht aus wie alle anderen und da will dann jeder, der bietet, möchte ganz genau sehen, Zustand, Rost, bla bla bla, alles mögliche. Ja, da würde ich sagen, war's das. Ich kann mir das Ding ja jederzeit nochmal angucken, ihr müsst euch das Video halt nochmal angucken. Ich sehe auch bis hier wieder, der Schaft total grünlich, das ist Blödsinn, der ist, geht Richtung braun. So, vielen Dank für eure Engelsgeduld. Ich hoffe, ihr findet ein bisschen was raus. Die Schwarmintelligenz ist für gewöhnlich größer als meine. Und dann würde ich sagen, danke fürs Reinhören. Sagt wieder mal der Mann, der immer noch völlig geschockt ist hier. Ne? Der trommelt auch nur sehr vorsichtig auf dem Museumstück hier rum. Und jammert wieder mal vor sich hin, dass er seine Kamera immer alleine ausschalten muss. Also in diesem Falle ist es, sag mal, da darf ich eher geehrt sein, sowas in die Finger kriegen zu dürfen. Ich denke, der eine oder andere Kurator irgendwelcher Museen würde sich hier wahrscheinlich die Finger nachlecken. Ja, dann gehe ich auch mal lecken. Und aber ohne Handschuh dann. Bis zum nächsten Mal. Ich schalte ich ab. Wie immer, nicht ohne Gezeter, ne? Aber manchmal treffe ich die Taste hier ja auch.